Guten Abend. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf Partnersuche. Sie erstellen ein Profil, Sie kriegen viele Zuschriften zugeschickt. Und an irgendeinem Punkt entscheiden Sie sich für drei Personen, die Sie gerne mal treffen möchten. Diese drei Personen, mit denen wollen Sie erst mal telefonieren und dann haben Sie so die Idee, ach, so ein Theaterabend, das wäre mal so richtig schick. Und jetzt schließen Sie einmal kurz die Augen und lauschen Sie den Anwärtern. Du, nur mal eine kleine Frage. Also morgen Abend, ich habe um 8 habe ich 2 Tickets für König der Löwen und ich würde mir das ganz schön vorstellen, wenn du und ich, also wir beide, wenn wir da zusammen uns das anschauen würden. Das fände ich toll. Du, morgen Abend um 8, ich habe da 2 Tickets für König der Löwen, habe ich, also ich 2 Karten meine ich und wollte ich mal fragen, ob, also ich wollte nur mal, weil, also ich, das wäre halt, wenn du mit, also ist eigentlich auch nicht so wichtig. Du, ich wollte bloß mal fragen, wegen morgen Abend, weißt du, um 8, da hätte ich halt 2 Karten für König der Löwe. Und das wäre schade, wenn die verfallen täten. Also kommst du mit, oder? Okay, mit wem wären Sie denn mitgegangen? Also ich glaube ja, mit dem Schwaben, das könnte ein sehr lustiger Abend werden. Hm. Die Stimme eines Menschen entwirft sofort ein komplettes Menschenbild in unserem Kopf. Wir haben sofort eine Idee, ob wir Interesse finden oder ob wir auf Abwehr in uns selber stoßen oder ja, wie groß der ist, wie dick, wie dünn, wie gebildet, wie leidenschaftlich, wie erfolgreich. All diese Dinge bilden wir uns ein zu hören, wenn wir einen Menschen zum ersten Mal hören. Und so ist es natürlich im Privaten wie im Beruflichen eine ganz wichtige Geschichte. Wie klingt eigentlich unsere Stimme und wie wollen wir eigentlich, dass sie klingt? Wissen wir genau immer, was unsere Stimme bewirkt beim anderen oder kommt da irgendwie zufällig halt irgendwas raus aus dem Mund? Und manchmal ist es sogar achtlos oder lieblos. Hören Sie sich mal in Unternehmen um. Manchmal ist es ganz schön gruselig, wie Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern reden. Oder in Familien, wie Mütter mit ihren Kindern reden. Bis hin zu Partnerschaften. Manche Töne erschrecken uns eher, als dass sie uns freudvoll stimmen. Ganz anders dagegen klingen wir, wenn wir verliebt sind oder wenn wir uns freuen. Als ich 12 Jahre alt war, da war ich in eine Stimme verliebt. Ich hörte diese Stimme im Radio und ich klebte förmlich mit einem Ohr am Lautsprecher und ich dachte, oh, diese Stimme ist so warm und weich und leidenschaftlich und kraftvoll. Und das Beste war, ich hatte das Gefühl, der singt nur für mich. Das haben wahrscheinlich Millionen von anderen Mädchen auch gedacht, aber das war mir egal. Morten Harket von AHA, er sang. Für mich. Er hat mein Herz durch seine Stimme erobert im Sturm. Und abends, manchmal, wenn ich so im Bett lag, ich sinniert über die Schule, über Freunde und auch über meine Hochzeit mit Morten. Und eines Abends gucke ich so zufällig, so beim Träumen auf die Uhr und sehe, es ist 22.22 Uhr. Das hat mich amüsiert. Und ich habe beschlossen, ich schließe jetzt eine Wette mit mir selber ab. Wenn ich nochmal auf die Uhr gucke und es ist wieder 22.22 Uhr, dann treffe ich eines Tages Morten Harket. Naja, also so ein Weltstar trifft man ja nicht so gerade auf der Straße. Ist ja eher unwahrscheinlich, dass man so jemanden trifft. Aber mit meiner Wette hat es dann doch geklappt. In 2007 flog ich nach Oslo, um Morten Harket zu seiner Stimme zu interviewen. Ich hatte mittlerweile Stimme hoch und runter studiert. Ich habe viele, viele Schauspieler ausgebildet, Sänger ausgebildet. Aber eins wollte ich unbedingt von ihm wissen. Ich wollte gerne wissen, was ist sein Geheimnis? Wie macht der Mann das, dass eine 12-Jährige im Bett liegt und sich überlegt, es ist 22.22 Uhr und ich treffe eines Tages Morten Harket? Was ist sein Geheimnis mit seiner Stimme? Ich fliege also nach Oslo, stehe dann vor ihm, 33 Jahre alt, Mutter von der Tochter, gestandene Freiberuflerin. Und in mir drin ist nur dieser eine Satz, es ist 22.22 Uhr.
Ich krieg dann doch irgendwann ganze Sätze raus, Gott sei Dank. Und ich habe einige stimmtechnische Fragen mitgebracht. Ich will zum Beispiel wissen, wie macht der Mann das beim längsten Ton der Popgeschichte? 20 Sekunden lang in Summer Moved On, bis dahin der längste Ton der Popgeschichte. Da muss ja irgendeine Idee dahinter sein, irgendeine Strategie, irgendetwas, was er macht, damit er solche Dinge, ja, leisten kann. Seine Antwort auf meine Frage lautet: Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Wow. Mein Held aus den 80er Jahren, dieser Sänger mit den 5 Oktaven im Hals, denkt nicht darüber nach, wie seine Stimme funktioniert. Das fand ich faszinierend. Er sagt weiterhin: Ich arbeite niemals analytisch. Ich arbeite immer intuitiv. Ich weiß ganz genau, welches Bild ich in meinem Zuhörer erzeugen will. Und darauf reagiert meine Stimme. Okay. Intention, Intuition, das sind also die Geheimnisse, die er hat. Faszinierend. Aber was ist dann mit jemandem wie mir? Ein Stimmtrainer, der hat ja dann gar keine Daseinsberechtigung mehr, wenn das alles ist. Und da sagt er zu mir: Lustigerweise ist die Aufgabe eines Stimmtrainers nicht, einem Schüler beizubringen, wie man singt, sondern um ihm zu zeigen, dem Schüler beizubringen, seine schlechten Angewohnheiten abzulegen. Der Lehrer sollte dem Schüler zeigen, was sein natürliches Instrument daran hindert, sich voll zu entfalten. Das ist seine ganze Mission. Das ist auch meine Mission in meinen Stimmtrainings, in Coachings. Ich finde mit den Menschen zusammen raus, was hindert sie eigentlich daran, hörbar zu werden? Was hindert sie eigentlich daran, ihre Stimme so einzusetzen, dass sie Menschen verzaubern können? Dass sie mit Menschen liebevoll sprechen? Dass sie genau wissen, was sie tun, wenn sie mit Menschen sprechen? Und sich nicht von Gefühlen diktieren zu lassen, was passiert hier mit meiner Stimme, wenn ich zum Beispiel Angst habe, wenn ich in emotionalen Situationen gerade bin? Diese Antworten fand ich also für meine Arbeit ganz, ganz faszinierend, die Morton Hackett mir da gegeben hat. Aber was hindert uns eigentlich daran? Warum funktioniert die Stimme ganz oft nicht? Und das hat viele verschiedene Gründe. Einerseits kann es sein, dass wir in Hektik sind, dass der Alltag, der Berufsalltag uns so stresst, dass die Stimme immer mal wegbleibt. Dann gibt es Glaubenssätze, kennen Sie das? Mir hört eh keiner zu. Das sind schöne Glaubenssätze, mit denen werden wir erstmal den Mund gar nicht aufmachen. Dann, meine Stimme trägt eh nicht, ich werde immer überhört. Frauen sagen sowas gerne in Männerrunden. Dann gibt es natürlich Statusunterschiede, geringes Selbstwertgefühl, all diese Dinge, die dazu führen, dass wir nicht laut werden, nicht hörbar werden, uns gar nicht erst trauen, etwas zu sagen. Und dann ist ja da auch noch die Kenntnis unseres Instruments. Wer weiß eigentlich genau, was er da tut? Und Morton Hackett ist ein Vollprofi, der steht seit zig Jahren auf einer Bühne. Der weiß, auch wenn er nicht genau die Worte finden kann dafür, der weiß genau, was er tut. Das ist ja spannend. Unsere eigene Erfahrung fehlt an der Stelle. Wir sind eben keine Sprechprofis. Dabei sprechen wir viel mehr, als dass Menschen auf einer Bühne singen. Wir sprechen ja den ganzen Tag in vielen, vielen Situationen. Und insofern ist es ja sehr ratsam, mal kennenzulernen, was wir da überhaupt für ein Instrument im Hals haben. Und mögen Menschen ihre Stimmen eigentlich? Das ist ja eine interessante Frage. Mal ein Experiment mit Ihnen. Wer von Ihnen hat sich schon mal auf Band gehört? Da höre ich schon so Grunzenlaute. Und wer von Ihnen fand es ganz gruselig, sich zu hören? Ja, auch schon so einige. Ja. Wir hören uns über die Knochenleitung ganz anders als über die Luftleitung. Deswegen die traurige oder auch gute Nachricht ist, das, was Sie gruselig finden, hören andere den ganzen Tag. Was hilft also? Es hilft, die Stimme kennenzulernen. Lernen Sie Ihre Stimme kennen. Nehmen Sie sich so oft wie möglich auf. Zu meinem Buch Sprechen wie der Profi gibt es eine kostenlose App, leider nur für iPhone, aber immerhin gibt es sie. Da können Sie sich aufnehmen in ganz verschiedenen Sprechweisen und Ihre Stimme kennenlernen. Das hilft ungemein. Wenn ich als Profisprecherin draußen bin und einen Werbespot einspreche für Nivea gegen Pigmentflecken, das war mein letztes Projekt, stehe ich da und muss meine eigene Stimme 25 Mal bis 30 Mal anhören, bis der Mensch, der das Ganze in Auftrag gegeben hat, irgendwann mal entschieden hat, ob er die Version, die wir jetzt haben, gut findet oder nicht. Das heißt, ich höre meine Stimme ganz oft selber. Und am Ende des Tages stört es mich nicht mehr. Am Ende des Tages mag ich vielleicht sogar, was ich höre. Auch spannend.
Also, hören Sie Ihre Stimme an, nehmen Sie sich auf in verschiedenen Variationen, probieren Sie aus, was Ihre Stimme alles hergibt. Und wenn Sie dann immer noch sagen, ne, also meine Stimme, die geht gar nicht. Oder wenn Sie das Gefühl haben, ha, ich kann eigentlich noch eine ganze Menge mehr als das, was ich bisher getan habe mit der Stimme, dann sollten Sie Ihr stimmliches Mischpult einmal kennenlernen. Das stimmliche Mischpult hat 7 Regler, mit denen wir arbeiten können. Und an jedem dieser Regler verändert sich die Stimme ein kleines bisschen. Der erste Regler ist der Körper. Die Körperhaltung. Dann sieht man schon so ein Ruckeln durch die Menge. Die Körperhaltung. Also wenn Menschen in ihren Chefsesseln sich rumlümmeln, dann müssen sie sich nicht so richtig wundern, wenn sie nicht so sehr motivierend sprechen. Bedeutet also, unser Körper ist das Instrument. Jetzt richten Sie sich doch mal bitte auf Ihren Stühlen kurz auf. Kommen Sie ein bisschen weg von der Lehne. Genau, wunderbar. Ist immer so ganz schön, wenn so eine Menge sich anfängt zu bewegen. Und jetzt lassen Sie sich da, wo Sie gerade sind, lassen Sie sich bitte einmal so ganz passiv träge runterfallen. Puff. Das sieht auch immer super aus bei einer Gruppe von Menschen. So, wenn Sie jetzt so hängen, bitte nicht an die Lehnen, sondern vorne, so richtig. Ja, genau. Und hier in dieser Haltung sagen Sie mal, ich spreche kraftvoll und begeisternd. Und bitte, ich spreche kraftvoll und begeisternd. Genau, wir glauben uns kein Wort, oder? Nee, das passt auch nicht zusammen. Ganz ehrlich, Freude geht nach oben, immer. Wenn Sie in einem Fußballstadion sind, haben Sie schon mal jemanden gesehen, der gesagt hat, juhu, wir haben ein Tor geschossen? Das funktioniert ja nicht. Bitte richten Sie sich einmal auf. Ohne die Lehne, Ihr eigenes Rückgrat brauchen Sie beim Sprechen. Und richten sich auf, setzen sich so eine kleine Krone auf den Kopf. Genau. Und jetzt sprechen Sie bitte nochmal mit mir zusammen. Ich spreche kraftvoll und begeisternd. Und bitte, ich spreche kraftvoll und begeisternd. Und Sie hören, dass der Klang sofort anders ist. Die Körperspannung, die Körperhaltung trägt dazu bei, wie hörbar wir sind. Und dann gibt es noch einen kleinen Trick. Bleiben Sie noch mal ein bisschen aktiv. Einen kleinen Moment für mich. Machen Sie einmal einen Versuch, mich aufmerksam zu machen über ein ganz entschiedenes Psst. Und bitte. Noch entschiedener. Das ist noch ein bisschen langweilig hier oben. Bitte. Ganz entschieden. Ah, ja, jetzt kommt was an hier. Super. Ihr Bauch sollte sich dabei bewegen. Nehmen Sie mal die Hand auf den Bauch, bitte. Und noch einmal kraftvoll. Und Psst. Ja, wenn der Bauch nach innen geht, tut er das? Ja, dann haben Sie eine Aktivität im Bauch. Jetzt sprechen Sie noch mal ganz gelangweilt bitte ein Ja alle zusammen. Und Ja. Okay, ja. Jetzt nehmen wir diesen Bauchimpuls dazu. Machen Sie noch einmal Psst. Und einmal mit dem Impuls Ja sagen. Und Ja. Ja. Wow, Trier klingt echt richtig gut. Sehr gut. Jetzt dürfen Sie wieder entspannen. Die Körperspannung, die Körperaktivität trägt dazu bei, wie kraftvoll wir sprechen können. Dann geht es weiter über die Atmung. Sie wissen alle, wenn wir emotional aufgewühlt sind, wir atmen ganz woanders hin, wir atmen hier hoch. Wir machen und dann sind wir angespannt. Und wenn wir so durch den ganzen Tag laufen, haben wir ein Problem, sehr schnell. Die Stimme wird angespannt, die Stimme wird ja eng und irgendwie nicht so ganz frei. Und wenn wir tief atmen in den Bauch, wie kleine Kinder das tun, beruhigt sich auch der Stimmklang. Und das wollen wir, wenn wir mit Menschen kommunizieren. Thema Stimmklang, das ist der dritte Regler. Wir haben eine ganze Klaviatur an Tönen zur Verfügung. Wir haben 3 Teile dieser Klaviatur und im unteren Drittel sollten wir eigentlich sprechen. Das ist den meisten Menschen nicht wirklich bekannt, dass wir da sprechen sollten. Wenn Sie mir jetzt zuhören die ganze Zeit, dann hören Sie so einen kleinen Bass mitschwingen, während ich spreche. Der ist so relativ warm und tief. Und wenn ich den verlasse, dann höre ich mich auf einmal so an. Und vielleicht kennen Sie das noch aus der Schule, wenn Lehrer so gegen den Störschall der Klasse arbeiten, dann gehen die in diese Stimmlage. Das ist so ein Mittelteil der Stimme. Und wenn ich Ihnen jetzt 20 Minuten in dieser Stimmlage was erzähle, dann gehen Sie gleich nach Hause, richtig? Ja. So, ich höre jetzt auch gleich damit auf. Ich lande nämlich jetzt in der Kopfstimme. Da oben im dritten Teil, meine Damen, wenn wir da sprechen, werden wir nicht ernst genommen. Hier oben ist die Kopfstimme, aber da lohnt es sich nicht. Es gibt manche Frauen, die da sprechen, die hole ich dann schleunigst heraus. So, jetzt bin ich wieder in diesem Lehrermodus, ja? Also ich habe jetzt keine Bässe drin, sondern ganz viele Höhen, es wird schrill. Und so langsam, langsam komme ich wieder in meine Stimme zurück. Hier bin ich zu Hause. Diese Lage nennt sich Indifferenzlage.
Die können Sie alle erreichen, denn Sie alle haben ein paar Stimmlippen im Hals, die Sie entspannen können. Und wie entspannen wir die? Über Genuss zum Beispiel. Legen Sie einmal die Hand hier auf Ihr Brustbein und summen Sie mal, als würden Sie was furchtbar Leckeres essen. Machen Sie mal mmmh. Ach, großartig. Super. Ein genussvolles Publikum. Ich bin begeistert. Machen Sie noch einmal und mmmh. Und dann bitte einmal mmmh, yum, yum, yum. Und mmmh, yum, yum, yum. Wer mag Schokolade? Super Reaktion. Wir machen also alle zusammen miam, 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 Schokolade. Und bitte. Miam, 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 Schokolade. Merken Sie, wie liebevoll Sie schon klingen? Das überträgt sich auf den anderen. Wenn wir genussvoll sprechen, überträgt sich das auf den anderen und er freut sich mit uns. Wenn das mal nicht klappt mit diesem Summton, wenn Sie das Gefühl haben, da kommt aber nichts, hier brummt irgendwie nichts, dann zeige ich Ihnen meine Lieblingsübung, das ist der sogenannte Trabi. Meine allererste Lehrerin aus Ost-Berlin nannte diese Übung so, deswegen, ich habe das einfach übernommen mit dem Namen, weil er einfach passt. Sie nehmen die Hände hier vor der Brust zusammen, nicht gefaltet, sondern einfach so zusammen. Und dann schütteln Sie mal und geben dazu locker Stimme. Wunderbar. Und jetzt machen Sie yum, 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 Schokolade. Es könnte etwas einfacher gehen mit dieser Trabi-Übung. Die sind ja alle ein bisschen spielerisch, ein bisschen ungewöhnlich. Für Schauspieler ist das ja ganz normal, weil die jeden Tag solche komischen Übungen machen. Und sie befreien ihre Stimme peu à peu damit. Der vierte Regler, die Artikulation, das, was wir hier oben mit unserem Mundwerk machen. Wir haben ja Vokale und Konsonanten, die Konsonanten sollten kraftvoll und deutlich sein, die Vokale brauchen ein bisschen Platz. Und um das Ganze wirklich deutlich auszusprechen, das ganze, die ganze Sprachgebilde, machen wir mal eine kleine Übung. Und zwar drehen Sie mit der Zunge hinter den geschlossenen Lippen, so. Mhm. Ralve, bitte keine Ostereier. Gut, hier kommt gut auf. Und andere Richtung. Super. Und pieken einmal in die Wangentasche. Andere Seite. Nochmal wechseln. Und nochmal wechseln. Super, bitte nicht in der U-Bahn machen. Das ist der vierte Regler, die Artikulation. Die Regler danach sind alle für die Sprechgestaltung. Also wir reden über Melodie, wir reden über das Tempo, wir reden über Betonungen. Diese Punkte werden wir jetzt gar nicht mehr besprechen können, denn meine Zeit ist gleich vorbei. Aber jetzt werde ich immer wieder mal gefragt, das ist alles schön und gut, ja? Wir können Schokolade summen, wir können mit der Zunge rumturnen, wir können all diese Dinge tun. Aber wie geht's denn jetzt richtig, Frau Hein? Wie mache ich es denn jetzt in der Präsentation? Und meine Überzeugung ist, es gibt kein richtig. Es gibt freie Stimmen und es gibt weniger freie Stimmen. Und diese Übungen tragen dazu bei, dass Sie eine freie Stimme bekommen. Und der erste Punkt, der erste Tipp für eine freie Stimme, den ich Ihnen heute mitgeben möchte, ist, lernen Sie Ihre Stimme kennen und lieben. Sie haben nur diesen einen Kehlkopf. Freunden Sie sich mit ihm an, mit dem Instrument, mit diesem wundervollen Instrument, das Sie da im Hals haben. Begegnen Sie Ihrem Gesprächspartner mit Respekt, Mitgefühl und Liebe und verzaubern Sie den anderen. Das ist eine klare Intention, so wie bei Sängern. Bei Gesang ist es ganz klar, der will uns verzaubern, beim Sprechen ist es nicht immer so. Ein letztes Zitat von Morten Harket. Character is formed not by beauty. Es muss sich nicht alles schön anhören. Ihre Persönlichkeit strahlt hindurch. Das Wort Person kommt aus dem lateinischen personare, hindurchklingen. Lassen Sie Ihre Persönlichkeit hindurchklingen. Und machen Sie es genauso wie die Sänger. Denn die machen Musik. Und Sie können auch Musik machen mit Ihrer Sprechstimme. Und egal, was wir sagen, egal, wann wir es zu wem sagen, am Ende verbleibt immer ein Gefühl. Dankeschön.